Ist jetzt nicht euer Ernst. Ich hoffe, ihr seid so fluchtartig, wie ich euch einschätze. Die Jagd ist vorbei. Jetzt kommt der Kampf. Lasst mich einfach in Ruhe, ja? Hau einfach ab. Aua, Mensch. Du bist eine Flucht hier. Also hau ab. Guten Tag. Ich habe kaum Schaden. Es geht noch um die Hand. Das stimmt. Um meins, wenn ich deine Freunde suche. Also zahle oder geh. Ja, das kriege ich. Das merkt man sofort. Nicht mein Problem. Es sei denn, jemand zahlt fürs Bergen der Leichen. Wie kannst du bloß so klein sein? Gerade wieder ein bisschen Ruckler. Gesundheit. Warm ist es am PC zu sein, sagt Let's Player zu deinem Sonnenschein oder so. Keine Ahnung. Sehr hilfreich. Du siehst mich nicht, Mensch, Aloy, hinter dem Baum. Irgendwie muss man doch auch diese Dinger überbrücken können. Ja, irgendwie. Ehrlich gesagt, hebe ich mir das für einen besseren Tag auf. Och, das gibt's doch gar nicht, Leute. Und jetzt bohne ich wieder 600 Schritte davon entfernt, ey. Und ich kann nicht dahin schnell reisen, weil ich diesen Ort offiziell noch nicht entdeckt habe. Das wird nicht funktionieren. Oder? Ja, geht nicht. Ungültiger Ort. Kann ich mal dahin reisen? Ich muss hinlaufen. Mein Stream läuft seit 2 Stunden 9 Minuten. Ja, fast 2 Stunden 10 Minuten. Unterbrechungsfrei durch. Toi, toi, toi. Ich klopf mal auf Holz. So, das ist schön, dass ich ein Lagerfeuer entdeckt habe. Nützt mir nur nichts, weil es inmitten von Viechern ist. Ich bin lebensmüde.
kommt wieder der Reißzahn angescheißert. Keine Ahnung, wo ich hier langlaufe. Müsste eigentlich irgendwo hier lang. Ja, unten über die Brücke will ich nicht. Was soll ich da? Okay. Gut, kann man mal so machen, wa? Was bist du denn bitte? Eine Metallblume unbekannter Machart, Spuren von Saatkeimung, eingebettetes Codefragment entdeckt. Aha. Okay. Du bist ein Rätsel, das noch auf eine Antwort wartet. Faszinierend. Metallblume Modell 1. Dorf, von dem Maria gesprochen hat. Es liegt in Trümmern. Da kommen sie, verdorbene Wächter. Ganz ruhig. Ich bin fast sicher, dass ich auch Sprengfallen hatte, aber gut. Was weiß ich schon. Kein Bock, mich jetzt mit den Reißzähnen großartig anzulegen. Oh, da drüben ist ein Lagerfeuer, das ist schön. Nützt mir nur gerade nichts. Die Lohekanister gibt es hier auch nicht. Diese fleckenverdorbene Substanz, die sie hinterlassen, ist irgendwie widerlich. Da tänzeln so komische Kabel außenrum. So. Hier rennt jetzt die Wächter auf und ab. Wo ist der Reißzahn? Wenn die Haare auf dem Kopf mal wieder machen, was sie wollen. Da ist er ja. Also einer von beiden. Das sind ja zwei. Wo kommt der andere? Oh Gott, ey, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Ich bin echt eine Heldin. Mal gucken, ob die mir ins Wasser folgen. Aloy, du darfst das Becken wieder verlassen. Oh shit. Scheiße. Ja.
geil! Ja, schön. Amy, zielen. Ganz ruhig, Freunde. Wir waren Verbündete, ihr erinnert euch? Keine Lohe mehr. Okay. Heilutensilien habe ich auch nicht mehr. Alles aufgebraucht. Warte mal, bis sie sich da beruhigt haben, dann werde ich am Lagerfeuer auf alle Fälle mal speichern, weil, ja, Fortschritt und so, kein Bock, das nochmal zu spielen. Und ehrlich gesagt auch egal, ob die sich da drüben beruhigen, die kommen sowieso nicht rüber. Ich trauen die sich nicht. Ciao. Hallo, ich hätte gerne Currywurst mit Pommes und eine Cola dazu. Ja, keiner da. Das werde ich noch brauchen. Wunderschöne Landschaft. Banditenlager Zweizahn. Okay. Und ein Lagerfeuer. Auf einmal schlägt das Wetter ganz krass um. Das da drüben nehme ich auch noch mit. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Kampfgeräusche. Wurde das Kaja-Vor angegriffen? Ich hoffe nicht. So viel dazu. Ach du Scheibenkleister, und wir haben so gut wie nichts an Heilutensilien hier. Da
Geschweige denn da vernünftige Waffen. Hilfe! Ja, jetzt muss ich auf die anderen Waffen umsteigen. Ich habe keine Lure mehr. Oh fuck, der macht die Steine kaputt. Wer hat ihm das erlaubt? Hilfe! Ja, tschüss, ne? Ich hasse diese Angriffe von den Wächtern. Meine sind immer so eingeschränkt. Besser mit Holzpfeilen gegen Maschinen kämpfen. Das gibt's auch nur hier. Scheiße. Ciao, Verderber. So, sonst noch was? Ihr seid doch alle nicht ganz sauber. Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. Heute leuchtet uns wahrhaft die Sonne. Die Sonne hatte wohl kaum was. So. Öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los. Öffnet das Tor. Und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen. Nach Meridian. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken, für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Was immer ihr sagt. Die Verderbnis zurückgeschlagen, abgeschlossen. Errungenschaft freigeschaltet. Die Stadt der Sonne. Okay. Guten Tag. Rotur, aha. Schwierigkeiten in den Banuk-Ländern. Der hat noch gar nicht gesagt. War ich so laut? Meine Ohren leiden wohl langsam durch all die Langweilkämpfe. Aber es ist wahr. Ich war gerade im Schnitt. Auf der Suche nach besseren Teilen und mehr Scherben. Und du hast dort nichts gekriegt? Nicht, wenn die Banuk ständig über neue Maschinen und sprechende Geister jammern. Da kauft keiner was. Eine Handelsroute ohne Handel ist nur eine Route. Handelsroute? Bleiben die Banuk nicht unter sich? Wir Osseram und die Banuk sind immerhin Nachbarn. Ein paar Gebirgspässe ändern das nicht. Ich habe ein paar Bekannte dort draußen, die sich immer noch durch das Eis graben, aber es läuft nicht gerade gut. Der ganze Aberglauben und die Maschinen machen es nicht besser. Es gibt neue Maschinen und Geister? Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Bei der Menge an Banuk-Beerdigung sollte man sich eher davon fernhalten. Das liegt mir nicht so. Ah, wenn du in mein Alter kommst, dann räumst du auch lieber im Sonnenreich hinter Jägern auf. Ist wärmer dort.
Was genau ist der Schnitt? Als die Kaja im Krieg den Rand des Banuk-Landes verwüsteten, hinterließen sie den Schnitt. Also ein Schlachtfeld des Krieges. So wie das Tal vor dem Heiligen Land. Mhm. Ein Gebirgspass weit im Nordosten führt dich dorthin. Fremde können da hinein. Sehr zäh, so wie du. Erwarte bloß keine Begrüßung. Vor allem nicht jetzt. Neue Maschinen und Geister? Klingt spannend. Die Antwort habe ich erwartet. Aber ich habe dich gewarnt. Es gibt einen Pfad durch die nordöstlichen Berge. Er liegt hinter dem Grabhort. Leicht zu finden. Auf der anderen Seite ist sowas wie eine Stadt. Vielleicht entscheidest du dich dort noch um. Vielleicht. Vielleicht nicht. Danke für die Information. Okay. Jedes Mal, wenn ich Kamera und Mikrofon wieder einschalte, packt sie erstmal die Schockfalle aus. Finde ich sehr schön. So, was hat der da noch so zu erzählen? Balan. Hauptmann Balan, die Wache am Tor sagt, du warst vor kurzem in Meridian. Was erwartet mich auf der Reise? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lakir befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeig etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakir sagt, man muss immer Meldung machen, und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig Awad sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen. Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora? Sonnenkönig Awad will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht. Beide Stämme sind stolz. Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach... Tja. Während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. Wie ist es in Meridian? Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran. Awad, der neue König, hat dafür getan, was er konnte. Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Oseram. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Du scheinst den neuen Sonnenkönig zu begrüßen. Er ist der Auserwählte der Sonne. Und was das Sonnenreich nach 10 Jahren Krieg braucht. Ein ruhiges Licht, kein loderndes. Bei König Jiran floss bei jeder Kränkung Blut. Bei König Awad, nur im Notfall. Gut für die, die ihn kränken. Manche halten ihn daher für schwach. Nein, Frieden ist stärker, wie die Sonne zeigt. Die Kaja sind mit den Oseram verbündet? Kaum zu glauben, aber wahr. Sonnenkönig Jiran brachte viel Leid über sie. Awad konnte sie auf seine Seite ziehen. Er hatte Hilfe, ja klar. Elsa und Erend halfen ihm. Oseram-Geschwister, legendär. Sie befreiten Meridian. Ich war dabei, sicherte mit meinen Männern am Nordfels den Tempel der Sonne, vertrieb Jirans Falken und Priester. Jetzt sieht man Oseram häufig in der Stadt. Und hört sie auch. Sie streiten wirklich viel. Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Walid hier?
Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Avad hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reisen auf eigene Gefahr. Ist ein Osseram namens Olin hier gewesen? Zweimal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar. Aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Ich weiß nicht, ich mag die Wache, Walid. So, warte mal. Das ist eine Sidequest. War ich jetzt nicht schnell genug? Nebenquest. Ja, nee, das wollte ich jetzt nicht. Ja, das wollen wir machen. Ein Auftrag. Dann gehen wir mal noch mal ein Stückchen zurück. Schadet ja nicht. Kann ich eigentlich zwischendurch mal wieder leveln? Ich habe 3 Punkte zu verschenken. Warum nicht? So, jetzt kann ich die ganze untere Reihe nicht machen. Na, zwischendurch auch mal wieder echt speichern. Ach ja, ich mag die Musik gerade. Die ist schön beruhigend. Wird wahrscheinlich nicht lange so bleiben. Sagte sie und die Musik schlug um. Klasse. Vielleicht sollte ich zukünftig einfach meine Klappe halten. Kein Pferd zum Rufen. Schade. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Schwarzer Rauch, rote Lumpen. Mehr Banditen wie die in Teufelsdurst. Was? Wo ist Schwarzer Rauch und rote Lumpen?